mein Name beginnt. Liebe Mitstreiter gegen Stuttgart 21, der letzte Wertschöpfungstitel lautete die Stadt, das Projekt, der Widerstand. Etwas deutlicher und etwas schöner ausgedrückt, unsere wunderbare Stadt Stuttgart. Das sonderbare Immobilienprojekt Stuttgart und der weltweit einmalige Widerstand gegen S21, das nur funktionieren kann, weil Sie alle heute so zahlreich da sind. Ich wähle heute das Thema die wunderbare Stadt und das sonderbare Projekt. Greifen wir als Teil der Stadt den denkmalgeschützten Monatsbahnhof heraus, diesmal aber nicht das Gebäude, sondern die dort seit 1922 bis 1994 existierende, heute nicht mehr vorhandene Dienststelle Stuttgart Hauptbahnhof als Teil der ehemaligen Deutschen Bundesbahn. Wir waren damals vor der sogenannten Bahnreform, eigentlich Bahnzerstümmelung, 1000 Mitarbeiter beim Hauptbahnhof und wir waren organisiert und was war unsere Aufgabe? Damals fuhren täglich 1200 Züge mit 250.000 Reisenden. Das Besondere, der Gegensatz zu heute ist, damals waren wir immer pünktlich und nahezu unfallfrei und das Wort Zugausfall hat es damals beim Bahnhof noch nicht gegeben. Organisiert waren die 1000 Mann wie folgt: 450 Zugbegleiter, 350 Rangierer im Personenbahnhof, Güterbahnhof und Abstellbahnhof, 100 Mann Bahnpolizei, 60 in 4 Stellwerken, 40 im Bahnhofsbüro und am Schluss nur einer allein als Hauptverantwortlicher, damals Leiter des Hauptbahnhofs, früher Vorsteher genannt. In der AG wurde aus dieser einen großen Dienststelle 7 Regionalabteilungen gebildet, die von 7 Regionalabteilungsleitern selbstständig geplant und gebaut wurde. Jeder von den 7, die heute am Hauptbahnhof das Sagen haben, kann unabhängig von jedem anderen tun und lassen, was er will. Aufgeteilt wurde damals wie folgt: Das Stellwerkspersonal ging an die DB Netz AG. Die Zugbegleiter für die IC- und Interregio-Züge und das Rangierpersonal ging an die Firma DB Fernverkehr. Das Zugbegleitpersonal für die Regionalzüge an die DB Regio, der Service und das Service-Team an den Bahnhofmanager, das ist der einzige, der heute noch im Bahnhof residiert. Das Kantinenpersonal bildete eine eigene Firma und die Bahnpolizei wurde zur Bundespolizei, hat den Bahnhof verlassen und residiert in der Königstraße. Die Leitungsebene der neuen Regionalabteilungen wurde nicht in Stuttgart gebildet, sondern in Karlsruhe. Ein weiterer Nachteil für Stuttgart, denn die Chefs dieser 7 Abteilungen, 6 davon sitzen in Karlsruhe, weit entfernt vom täglichen Geschäft im Hauptbahnhof. Und alsbald begann auch jede Firma für sich eine personelle Reduzierung und auch die Aufgabenreduzierung. Abgeschafft wurde vom Bahnhofmanager die bisherigen Bahnsteigaufsichtsbeamten, das waren die Leute mit der roten Mütze, die Klammer zwischen dem Stellwerk, den Reisenden und dem Zugpersonal.
Irgendjemand hat dem damaligen Chef der Bahn gesagt, ein teures Stück der Bahn seien die Weichen. Darauf erging von Berlin aus die Weisung, die Weichen zwischen Aulendorf und Memmingen, das ist eine eingleisige Strecke, auszubauen. Das hat man getan und hat nachher gemerkt, jetzt kann man nicht mehr halbstündigen Zug fahren, sondern es gibt keine Überholung mehr. Es fährt nur noch jede Stunde ein einziger Zug. Dann ist da die Geschichte eines Regionalzugs von Stuttgart nach Ulm. Eine Lok hat zwei Motoren, einer ist ausgefallen. Er hat gesagt, ich komme bis Geislingen. In Geislingen wird in der Regel nachgeschoben. In Geislingen angekommen, hat man ihm gesagt, es tut uns leid, die Lok gehört dem Güterverkehr und Sie sind ein Regionalzug. Der Güterverkehr verlangt 500 Euro für das Nachschieben, können Sie nicht noch ohne daran fahren mit einem Motor. Der gute Mann hat es gewagt, er kam dann 15 Minuten später in Ulm an. Er hat 500 Euro gespart, aber sämtliche Anschlüsse in Ulm, nach Friedrichshafen, Sigmaringen, überall waren weg. Der Reisende war betroffen. So wird heute bei der Bahn gespart und gearbeitet. Es gäbe noch etliche absurde Momente. Es gibt zum Beispiel einen Bahnhof Schwäbisch Gmünd. Da arbeiten heute zwei am Fahrkartenschalter. Die gehören zur DB Fernverkehr. Auf dem Stellwerk sitzt einer, der gehört zur Netz AG. Eine ganz andere Firma. Aber der Kundenservice, das ist Aufgabe des Bahnhofmanagers. Und der Bahnhofmanager von Gmünd und Ahlen sitzt in Ulm. Das heißt, der Ausruf, wenn ein Zug verspätet ist, macht heute der Fahrdienstleiter, der gehört aber zur DB Netz AG. Und die verlangen nur die Zeit, der am Lautsprecher eine Verspätung bekannt gibt, die muss der Bahnhofmanager der DB Netz AG bezahlen. Also sehen Sie genau, was heute bei der Bahn eigentlich los ist. Die Streckendisposition bei Unfällen oder sonstigen Unregelmäßigkeiten, das macht die Betriebsleitung. Da saß immer ein Disponent, der entschieden hat, heute sitzen dort drei. Von Netz, von Fernverkehr, von Regio und manchmal auch vom Güterverkehr. Und die drei müssen sich einigen und es geht ihm mehr, dass man einen Intercity auf die Seite gestellt hat, damit der Autozug von Daimler unbehindert durchgekommen ist. Das heißt, der Mann des Güterverkehrs hat sich durchgesetzt. Die künftige Planung bei der Bahn sieht so aus, dass alle Stellwerke, wo die Weichen und die Signale gestellt werden, zusammengefasst werden im Bundesgebiet auf 7 Betriebsleitungen. Eine Betriebsleitung kommt nach Karlsruhe, von dort aus wird dann auch das Zentralstellwerk in Stuttgart gestellt. Wenn Sie heute am Nordausgang rausgehen, sehen Sie eine Riesenbaustelle. Dort unten in der Erde kommen die neuen Techniken der Stellwerk rein und künftig sitzt dann der Fahrdienstleiter, wenn ein Zug kommt, für die Einfahrt in Karlsruhe und regelt den Zugverkehr in Stuttgart. Eine weitere Besonderheit in der Bahnreform ist die Einführung von Bezahlleistungen gegenseitig der Firmen. Da gibt es die Stationsgebühr. Jeder Zug, der in den Stuttgarter Hauptbahnhof einfährt, hat eine Stationsgebühr an den Bahnhofmanager zu bezahlen. Für dieses Entgelt
gibt es 7 Kategorien. Der Bahnhof Stuttgart ist in der Kategorie 1. Jeder Zug, der reinfährt, hat zu bezahlen 21,69 €. Wenn ein Zug in einem Bahnhof der Kategorie 7, Schlesheim, das liegt gleich oben bei Mergentheim, da kostet der Aufenthalt pro Zug 1,97 €. Das sind alles Dinge, die abgerechnet werden müssen, mit denen sich ganze Büros beschäftigen. Und wenn ein Zug aus dem Stuttgarter Bahnhof zum Beispiel ausfährt, dann benutzt er ja die Schienen. Und die Schienen gehören DB Netz. Er muss für jeden Kilometer, den ein Zug auf der freien Strecke fährt, der DB Netz AG Geld bezahlen. Und der Trassenpreis beläuft sich im Jahr auf 5,2 Millionen. Das sind alles jetzt kleine Dinge, die ich Ihnen sage, die eigentlich von Eisenbahnern betrieben werden, die schon etwas verstehen. Auf der anderen Seite, wenn man ein Unternehmen zerschlägt in 7 Bereiche und jeder bezahlt den einen an dem anderen, dann wird natürlich der Spaß irgendwann auf. Zusammenfassend wäre zu sagen, die neuen Ziele der DB AG sind einmal Einsparungen und zweitens Erzielung von Gewinnen. Und das Erzielen von Gewinnen ist wichtig, denn aus dem Gewinn kriegt jährlich der Herr Grobe 2,5 Millionen und ab nächstes Jahr der Herr Profella 1,5 Millionen. Ich habe den Eindruck, Sie haben etwas gegen den Herrn Profella. Zum Schluss noch die Folgerungen für uns hier. Was für Folgerungen haben wir daraus zu ziehen? Wir müssen weiter demonstrieren, auch wenn es einige nicht gefällt. Und wir müssen versuchen, trotzdem oben zu bleiben. Bewundern Ihren großen Sachverstand und Ihr Durchhaltevermögen, diesen kapitalen Unsinn zu nennen. Für diese Demo, die vom Aktionsbündnis und von Umkehrbar e.V. finanziert wird, bitte ich euch um eure Spenden. Es wäre klasse, wenn alle hier wieder großzügig in die verplombten Parkschützerdosen spenden. Herzlichen Dank. Dann gibt es einen Stand da vorne, wo die beiden Bürgerbegehren, die ihr alle kennt wahrscheinlich, auslegen. Erstens zum Unterschreiben für die, die noch nicht unterschrieben haben. Und zweitens zum Mitnehmen für zu Hause, damit man noch ein paar Listen voll machen kann. Nicht nur am Stand, sondern es laufen auch Leute rum, sehe ich hier gerade, die Listen unterschreiben lassen oder euch mit nach Hause geben. Heute, vor 28 Jahren, am 26. April, erlebten wir die Atomkatastrophe von Tschernobyl. Auch so ein Jubiläum, auf das wir alle lieber verzichten würden. Am heutigen Tag findet deshalb vor dem Atomkraftwerk Neckarwestheim ab 19 Uhr eine Mahnwache statt, die wir von hier aus herzlich grüßen und sagen, dranbleiben, oben bleiben, wie wir auch. Unsere nächste Rednerin war auch aktiv in der Anti-AKW-Bewegung und hat schon oft hier auf der Montagsdemo in Stuttgart für uns gesprochen. 2002 bis 2009 war sie Geschäftsführerin von ATTAC Deutschland und ist seit September 2009 Bundestagsabgeordnete für die Linke und ihre verkehrspolitische Sprecherin. Und jetzt freue ich mich auf Sabine Leibig.